meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Garten Work in Progress. Ja, wie ihr seht, ich habe schon ein neues Bild angefangen. Einfach aus dem Grund, die Heißluftballons sind schon fertig. Die habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt, aber ich habe in nächster Zeit mal vor, die drei Bilder, die ich schon fertig habe, die ich hier draußen im Garten gemacht habe, oder besser gesagt fast die vier Bilder, mal zu versiegeln. Und ja, dann nehme ich euch einfach mal mit. Das wird jetzt kein Video, wo ich irgendwie zeige, um was geht es beim Versiegeln und. Die meisten, die mir zuschauen, sind ja eh eingefleischte Painter. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mit quer durch meine Reise, was das Diamond Painting angeht. Ja, und wieso dann nicht auch mal versiegeln? Wir müssen ja nicht mal bloß Painten oder Unboxings machen. Wir können ja auch einfach mal ein bisschen was anderes machen und dabei quatschen. Ja. Ich painte zurzeit die Sonnenblume mit dem Schmetterling von Diamond Painting Deutschland in 50x35 mit eckigen Steinchen. Und ja, ich bin sehr begeistert. Ich meine, schaut euch alleine mal an, wie die Steinchen hier in der Schale liegen. Perfekt. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt die weiße Schale habe. Ich habe mich mit Antibrum eingecremt und das ist halt doch ziemlich extrem. Das ist gerade für Kunststoff nicht so toll. Deswegen habe ich mein tolles 3D-Druckschiffchen von der Pichu jetzt mal weggeräumt. Da habe ich ein bisschen Angst, dass ich das beschädige. Na, weil es ist ja doch eine ziemlich starke Chemikalie, und so ein Schiffchen, wenn das mal kaputt geht oder halt irgendwo außen Leim geht, das finde ich dann nicht ganz so schlimm. Ja. So. Ich habe heute auch schon eine Runde gepaintet, und zwar hier unten die Ecke. Die habe ich auch im Zeitraffer mit aufgenommen. Leider konnte ich nämlich nicht da schon anfangen zu reden. Ich hab schon angefangen. Und da kamen die Nachbarn, und zwar von beiden Seiten, und es war ziemlich laut, ne? Leben auf dem Land. Auf der einen Seite wurde das Heu geschnitten und auf der anderen Seite hat einer geschwadert, also sozusagen die Heubahn, die er sich da schon gelegt hat, hat er dann umgedreht, also gewendet sozusagen. Und ja, das ist halt sehr laut. Mich selber stört das hier draußen gar nicht, weil das gehört einfach zum Land dazu. Aber zum Videodrehen ist es natürlich zu laut. Na, also da hätte ich lauter reden müssen, und nee. Deswegen dachte ich, okay, warte ich ein bisschen, habe hier eine Runde gepaintet, habe mich dann noch in meine Sonnenliege gelegt und noch ein bisschen gelesen. Ja. Und hatte einfach einen wunderschönen Nachmittag gehabt. Oder besser gesagt, späten Nachmittag, frühen Abend. Ja, jetzt ist die Sonne langsam unten. Jetzt ist es auch wieder ruhig. Und da dachte ich, hey, komm, jetzt kannst du noch ein bisschen painten. Und ja, ne, wieso denn nicht? So. Vom Druck her ist dieses Bild übrigens ein etwas älteres Bild von Diamond Painting Deutschland. Da haben sie noch ein paar Bilder auf Lager. Klar, die müssen halt auch irgendwann noch abverkauft werden. Aber ihr seht, das sieht alles super aus. Dadurch, dass es ein alter Druck ist, hier dieses A auf schwarzem Untergrund, habe ich mir ein Lightpad angemacht. Ich persönlich sehe das dann besser. Klappt aber perfekt. Damit ich Strom habe, habe ich neben mir eine schöne fette Powerbank liegen. an der ist auch noch mein Handy mit angeschlossen. Nicht, dass mir hier das Saft vom Handy dann noch flöten geht. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Ja. Und dieses Bild, das macht wirklich richtig Spaß. Wie alle anderen eigentlich auch. Ich suche mir eigentlich nur Bilder aus, die mir wirklich auch gefallen. Und ja, das ist halt so ein richtiges schönes Sommermotiv, und ich dachte gerade, Sonnenblume und Schmetterling, das passt einfach perfekt. Und deswegen habe ich mir jetzt das mal ausgesucht, nachdem wir jetzt hier draußen 3 bis 4 Runde gepaintet haben, dachte ich mir, komm, nehmen wir mal eins mit eckigen Steinchen.
Ja. Ihr habt ja auch das Unboxing gesehen. Da gab es ja auch nochmal ein Bild mit eckigen Steinchen von DIY Digital Art. Das werden wir dann auch irgendwann die nächste Zeit mal unboxen. Wenn ich vielleicht mal nicht so Bock habe zu painten, sondern eher ein Bild vorzubereiten. Sowas mag ich ja total. Dann machen wir das einfach mal so zwischendrin. Vorbereiten kann man ja schon mal. Vielleicht paint man auch die beiden Bilder ein bisschen durcheinander. Immer mal das eine, mal das andere. Aber es kann auch gut sein, dass ich an dem hier einfach fleißig dran bleibe. Wir haben ja gerade richtig schöne Temperaturen. Und da werde ich nicht viel zu Hause sein. Das heißt, die ganzen Projekte zu Hause bleiben dann auch ein bisschen liegen. Aber gut. So, und da ist der Nachbar wieder. Ihr hört es vielleicht. Ich hoffe, der fängt jetzt nicht nochmal komplett an, sonst muss ich wieder eine Pause machen. Ah, der holt gerade Heuballen rein. Er hat zwei riesengroße Anhänger an seinem Bulldog hinten dran. Das wird jetzt interessant. Weil wenn es jetzt länger laut ist und die sich auch unterhalten, dann muss ich hier wirklich... Ja, ihr hört es, ist laut. Die fahren hier wirklich sehr nah vorbei. Dann muss ich hier noch mal ein kurzes Päuschen machen. Aber ich bin noch ein bisschen da. Dann haue ich halt eventuell doch noch mal ein Speedpainting rein. Heute war auf jeden Fall ein ziemlich effektiver Tag für mich. Ich habe viel erreicht. Ich habe eigentlich all meine Sachen, die ich diese Woche erledigen möchte, schon heute am Montag erledigt. Das finde ich sehr gut. Ich bin eher so, ich gebe es zu, eine von der faulen Sorte, die sehr gerne Aufgaben vor sich her schiebt. Und das habe ich jetzt eine ganze Zeit lang gemacht. Und deswegen habe ich mir heute mal einen Tag gegönnt, wo ich sage, okay, jetzt mache ich alles, was so anfällt. Besorgungen, Erledigungen, wichtige Termine festlegen, die gemacht werden müssen. Und ja, ich habe alles geschafft, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Bin damit sehr zufrieden, hatte dann sogar noch Zeit, ordentlich hier raus in den Garten zu fahren und mich hier ein bisschen zu erholen. Ja, so kann die Woche meinetwegen öfter starten. Und jetzt mache ich kurze Pause, weil jetzt gibt es Stimmgewirr. Okay, jetzt ist relativ Ruhe. Ein kleines bisschen wird noch auf dem Feld gearbeitet, aber es ist jetzt nur noch eine Person und es ist jetzt nicht mehr so laut. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Okay, was jetzt interessant wird, ich habe hier nämlich, glaube ich, ein Q und ein O. Ah, okay, das Q ist eher grau. Ja, das finde ich richtig gut. Ich fange mal hier mit dem Grünen an, mit dem O. Das springt mir jetzt gerade so am meisten ins Auge. Und ich painte meistens jetzt nicht immer das, wo die meiste Farbe ist, sondern einfach das, was mir gerade so ins Auge springt. Ich bin da manchmal ein bisschen komisch, gebe ich zu. So. Das sieht immer echt schön aus. Ja... Ich weiß gar nicht, wo bin ich stehen geblieben? Ach so, meine ganzen Erledigungen heute. Ja, ich habe nämlich, wie gesagt, mein Papierkram da gemacht. Das hat sich ziemlich lang gezogen. Ich wollte es eigentlich bloß 2 Stunden machen und aus den 2 Stunden sind dann ungefähr fast 4 geworden. Und danach habe ich Rasen gemäht am Haus. Das musste auch erledigt werden. Dann dachte ich, hey, komm, das mache ich jetzt direkt am Montag und das vormittags, weil ich hatte heute... spontan frei, weil ich es einfach verpeilt habe. Also ich habe verschlafen, ich habe meinen Wecker einfach falsch gestellt, eine Stunde zu spät. Macht eigentlich für mich keinen Unterschied, ich habe ja Gleitzeit, aber wir haben im Haus Handwerker und da wäre es eh gut gewesen, dass heute jemand vormittags da wäre. Und das war ich dann in dem Fall. Ich habe auch, wie gesagt, endlich Rasen mähen können vormittags. Das war richtig gut. Und da habe ich das nämlich jetzt fertig.
Würde ich das nämlich erst nachmittags nach der Arbeit machen oder am frühen Abend, wäre die komplette Wiese in der Sonne. Und nee, das macht dann auch keinen Spaß. So konnte ich das heute noch ganz angenehm in langen Hosen machen. Und im T-Shirt, das war echt gut. Vormittags, da habe ich das auch weg. Ich habe endlich einen Termin für die Inspektion für mein Auto und kann da ein bisschen besser planen. Ja, was noch so? Sperrmüll. Ich muss ein bisschen ausmisten. Ich brauche Platz. Ich habe ein paar Sachen, die einfach nicht mehr gebraucht werden, die einfach ausrangiert werden müssen. Und weil ich nur ein kleines Auto habe, will ich das halt nicht alles mehrmals fahren, sondern habe ich gedacht, okay, einmal im Jahr ist Sperrmüll zum Abholen frei. Dann mache ich das diesmal. Und da habe ich mir jetzt einen Termin für nächste Woche organisiert. Ja, dann wie gesagt, ein bisschen einkaufen. Ein paar Sachen besorgen, die ich noch unbedingt brauchte. Ja, und Vogelfutter. Das war mir mit am wichtigsten. Mir war das selber nicht bekannt, dass man im Sommer Vögel auch im Vogelhaus füttern kann. Ich dachte immer, das macht man nur im Winter. Aber mittlerweile ist es ja so, dass es Insektenknappheit gibt. Und gerade jetzt während der Brutzeit und einige Vögel brüten jetzt, ist es ganz sinnvoll, den Vögeln ein paar Saaten und Körner zur Verfügung zu stellen. Denn Jungvögel kriegen natürlich nur Insekten. Und wenn Insektenknappheit besteht, ist es halt so, dass die Elternvögel natürlich auch erstmal an sich denken. Ne? Wenn die dann einigermaßen gesättigt sind, dann kriegen halt die Jungvögel was. Ne? Ja, und wenn die Eltern sozusagen die Möglichkeit haben, ein paar Körner zu finden, ist es natürlich sehr praktisch. Dann können die Insekten an die Jungvögel gehen und dann ist das kein Problem. Und vor allen Dingen ist es einfach schön, die Vögelchen zu beobachten. Ich habe jetzt direkt einen Futtermix geholt und Meisenknödel halt, so Vogelknödel halt, die direkt für mehrere Wildvögel sind. Und vor allen Dingen auch für jede Jahreszeit, ne? So, also eher jetzt nicht so das Winterfutter, weil Winterfutter ist sehr fetthaltig. Das ist ja natürlich auch wichtig. Ich habe halt eher das leichtere Futter jetzt genommen. Und ja, bin ich mal gespannt. Aktuell sind sie gerade nicht sehr aktiv. Erstens müssen sie es erstmal wieder mitbekommen, dass da wieder was drin ist. Da war jetzt mehrere Tage leer. Und wie gesagt, es war jetzt die letzten Stunden sehr laut hier. Und da ist es natürlich so, dass da Tiere natürlich auch ein bisschen fernbleiben, wenn hier in der Nähe sehr viel Lärm ist. Ich denke, wenn ich morgen wieder hier draußen bin, dann sieht es wieder ganz anders aus. Mich hat es schon mal gewundert. Den einen Tag wurde so ein Knödel rausgehangen. Und da haben wir uns schon gewundert, wieso ist der innerhalb von einem Tag schon leer gefressen. Und wir konnten es beobachten. Es war eine Elster. Die sind ja... Oh Gott, nein, falsch, nein, schaut mal. Das war jetzt die falsche Farbe. Ist mir zum Glück noch relativ schnell aufgefallen, aber trotzdem sind hier schon ein paar drin, die hier nicht reingehören. Oh Gott, ne, mit mir macht er was mit. Ist das euch auch schon passiert? Es sind zum Glück nicht so viele. Also es sind schon ein paar, es sind nicht bloß drei oder vier Stück, aber machen wir mal ein bisschen
zackig hier machen. Wenn nämlich noch ein bisschen an dem Bild vorankommen, ist es aber schon relativ spät. Und ich habe heute noch mindestens ein ganz kleines bisschen was vor. Ich muss ja auch noch nach Hause. Ich will auf jeden Fall noch in die Wanne. Parkplatzsuche wird bestimmt auch noch mal so 10 Minuten, Viertelstunde dauern. Aber ihr wisst, in der Großstadt ist es nicht so schön mit der Parkplatzsuche. Ja. Aber ich denke, ich werde heute super schlafen. Ich lege mich dann heute nach der Wanne ins Bett und bin, glaube ich, weg. Ich war halt so viel draußen an der frischen Luft und unterwegs. Das tut natürlich richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles. Der kommt wieder da mit rein. Ja, das war jetzt nicht das Q, ich hatte jetzt das O. Da quatsche ich und denk wieder nicht nach. So. Was nehmen wir jetzt? Das J. Das J ist relativ viel. J wie Jule. J wie Schussel Jule. Okay. Ich freue mich schon, wenn es denn hier an die hellen Farben geht. Und ich mache jetzt natürlich erstmal hier ein bisschen das Eck. Hier bei dem Tisch, da muss ich wirklich ein bisschen strukturiert vorgehen. Zu Hause ist es ja ein bisschen anders. Da gehe ich auch gerne mal ein bisschen querbeet durch. Aber hier will ich dann doch schon ein bisschen mehr darauf achten, dass das alles seine Ordnung hat. Hier kann ich das Bild nicht so viel verschieben. Der Tisch ist ja lackiert und da blättert die Farbe schon ab. Und umso mehr ich da hier hin und her wurschtel, kriege ich da vielleicht dann so Späne von der abblendenden Farbe da aufs Bild. Das will ich natürlich nicht. Das klebt dann sofort fest. Das muss nicht sein. Ja. Morgen ist ja das erste Deutschlandspiel der EM. Ich bin jetzt nicht so die Fußballverrückte, aber ich denke, ich werde es mir mit anschauen. Falls hier draußen jemand ist und der Fernseher läuft, dann hocke ich mich mit dazu. Falls ich allein hier draußen bin, dann gucke ich es nicht, denke ich mal. Dann werde ich lieber die Sonne genießen und painten. Wobei, das ist ja 21 Uhr. Ja, das werde ich dann sehen, wie ich es mache. Auf jeden Fall möchte ich nicht in die Stadt irgendwo das gucken. Das ist mir... Nee, auf dieses ganze Bowling habe ich gerade aktuell noch keine Lust. So, und der Kirchturm ist auch schon wieder mit am Start. Oh, und hört ihr? Wir haben ein Uhu. Wir haben einen Uhu. Ja, es ist schon relativ spät. Und eine Krähe. Ja, das liebe ich hier draußen an der Natur. Man bekommt einfach sehr viel mit. Sehr schön, der ist nämlich nicht immer da. Der Kuckuck ist leider schon wieder weg. Den haben wir jetzt schon ein paar Tage lang nicht mehr gehört. Den hätte ich euch eigentlich auch gerne noch mal in einem Video gezeigt. Oder mindestens hören lassen. Aber gut. Es geht halt auch nicht immer alles. Ist ja auch verständlich. Ja, diesen Winter habe ich sogar mal einen Eisvogel hier draußen gesehen bei uns am Weiher. Aber leider nur einmal. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Spiegelreflex mit dabei. Und generell Vögel zu fotografieren mit der Spiegelreflex, dazu braucht man einfach ein passendes Objektiv. Und das Objektiv ist einfach viel zu teuer.
Das könnte ich mir echt nicht leisten. Dafür müsste ich lange sparen. Und dafür fotografiere ich einfach zu wenig in der Natur draußen. Zumindest auf Entfernung. Das Problem ist, man kann halt nicht so viele teure Hobbys sich leisten. Das ist einfach so. Und ihr wisst, Painten ist schon eine Sucht. Und wenn man fotografiert, es gibt so viele tolle Objektive, ihr glaubt das gar nicht. Das ist richtig der Mega-Hammer. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt drei Objektive. Ja, ich habe drei Objektive. Oh, und jetzt bin ich auf mein Lightpad. Jetzt habe ich das Lightpad ausgemacht. Ich habe drei Objektive und ich sage mir immer, ich kaufe mir immer erst ein neues Objektiv. Wenn ich die Objektive, die ich jetzt habe oder die ich aktuell habe, auch schon ordentlich benutzt habe. Ja, und mein Superweitwinkel, das kommt dieses Jahr erst so richtig zum Einsatz, hoffe ich. Ich möchte ein bisschen noch die Milchstraße fotografieren und ich hoffe, dass ich ein paar Sternschnuppen mal wieder einfangen kann. Vielleicht auch ein bisschen Lightpainting. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass ich da einfach dieses Jahr wieder ein bisschen aktiver werde, was die Fotografie angeht. Letztes Jahr habe ich das sehr, sehr schleifen lassen. Aber das ist auch einfach so, ich gehe am liebsten mit einer Fotogruppe los. Manchmal sind das echt viele Leute. Ich persönlich bin lieber mit dabei, wenn es nicht ganz so viele Leute sind. Ich bin gerne in Gesellschaft, aber einen riesengroßen Trubel, da bin ich mittlerweile raus. Ich mag eher kleine, gemütliche, homogene Runden. Ja, auf jeden Fall macht Fotografieren in einer kleinen Gruppe mehr Spaß als allein. So geht es zumindest mir. Kann man sich auch viel austauschen. Und gerade unter Fotografie kann man auch super gegenseitig voneinander lernen. Das mag ich sehr. Ja, und dann schauen wir mal. So. Aber das sieht schon gut aus, finde ich. Das schaut schon richtig, richtig gut aus. Ja, das Bild ist ja jetzt ein bisschen größer als die anderen. Ich denke mal, dadurch gerade, dass es eckige Steine sind, wird es ein bisschen länger dauern. Das heißt, das werdet ihr bestimmt das ein oder andere Mal noch hier draußen sehen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Speedpainting weiter drehen, dass ich da jetzt drei Abschnitte habe. Dann lohnt sich das mindestens. Ja. Und ich werde morgen noch ein bisschen Gartenimpressionen einfangen für dieses Video. Und wenn ich diese Gartenimpressionen dann alle zusammen habe, dann ist dieses Video auch schon fertig, kann bearbeitet werden und hochgeladen werden. Ja. Aber wie gesagt, das eilt nicht. Bei mir ist es meistens so, wenn ich ein Video drehe, tue ich das nicht gleich an dem Tag dann auch bearbeiten und gleich hochladen. Ich bin da eher die Gemütliche. Ich mache das dann, wenn es mir gerade reinpasst. Tja. So läuft es bei mir. So, und jetzt kommen die Mücken. Wie gut, dass ich autanisiert bin. Und da kann ich nämlich jetzt hier trotz Mücken noch ein bisschen sitzen. Das Einzige, was mich nerven wird, dieses Summen um die Ohren. Kennt ihr das, wenn Mücken in der Nacht an euren Ohren summen und ihr dadurch wach werdet in der Nacht? Es gibt nichts Schlimmeres. Und dann merkt man meistens, dass man irgendwo Mückenstiche hat und fängt noch an, in der Nacht sich zu jucken und zu kratzen. So geht es mir mindestens. Ne? Also wenn ich irgendwo dabei bin, da braucht ihr keine Angst haben. Ich bin diejenige, die die Mücken anzieht. Ich weiß nicht. Naja, irgendwas mögen die Mücken an mir. Da gibt es ja die verschiedensten
Spekulationen, warum Mücken auf manche Menschen mehr losgehen als auf andere. Die einen sagen, ja, Menschen, die viel schwitzen und stinken, auf die gehen Mücken los. Andere sagen, ja, so Leute mit süßem Blut. Ja, also ich kenne mich da nicht aus. Soweit ich weiß, bin ich jetzt nicht irgendwie ein Mensch, der irgendwo einen unangenehmen Körpergeruch hat. Ich bin auch ein Mensch, der sich regelmäßig duscht. Und eigentlich auch nicht übermäßig schwitzt. Und vor allen Dingen tue ich mich auch mit Mücken- und Zeckenzeug einsprühen, wie eine Irre. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auch Ruhe. Allerdings ist das Zeug ja auch echt, echt übel. Deswegen, wenn möglich, verzichte ich auf das Zeug. Aber immer kann ich es nicht. Ja, und gerade aktuell sind die Mücken echt, echt fies. Mindestens zu mir. Geht es euch auch so? Gerade im Sommer? Ja, meine Lieben. Ich werde jetzt noch euch ein Speedpainting einblenden. Und danach gibt es noch Gartenimpressionen. Und dann ist das Video auch schon für heute zu Ende. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. wir haben jetzt natürlich, ne, also so vom Motiv her, haben wir jetzt noch nichts Besonderes gelegt. Ne? Also wenn das dann hier weitergeht, also das hebe ich natürlich fürs Video auf. Falls ich jetzt mal ohne Video mache, dann werde ich wahrscheinlich wirklich erstmal hier die dunklen Ecken machen, weil das nicht so interessant ist. Aber wenn es zur Blüte kommt und vor allen Dingen zum Schmetterling, dann nehme ich euch mit. Das ist hier übrigens der Schmetterling. Sieht aus wie so ein kleiner Zitronenfalter, ne? Ja, ich kenne mich mit Schmetterling auch nicht so wirklich aus. Wenn dann doch schon eher ein kleines bisschen mehr mit Vögeln, aber da eigentlich auch nicht so wirklich. Ich bin leider kein Hobby-Ornithologe. Allerdings habe ich mir jetzt eine App runtergeladen mit verschiedenen Vogelarten von Nabu. Und die ist wirklich echt gut. Die ist auch kostenlos. Ja. Und ziemlich groß. Ich glaube, irgendwas mit 2 GB oder sowas braucht die zum Runterladen. So. Aber ich habe mich gerade verabschiedet und ich rede schon wieder weiter. Meine Lieben, jetzt kommt das Speedpainting und bis dann. Bye.